Das Schloss Hartheim in Oberösterreich beherbergte von 1898 bis 1939 eine private Pflegeanstalt für Menschen mit Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen. Die Versorgung der rund 200 Bewohnerinnen und Bewohner übernahmen barmherzige Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul. Die Nazis enteigneten das Schloss 1939 und richteten 1940 im Schloss eine Tötungsanstalt für sogenanntes lebensunwertes Leben ein. Zwischen 1940 und 1944 wurden hier rund 30.000 Menschen mit körperlichen, kognitiven oder mehrfachen Beeinträchtigungen, psychisch kranke Menschen und KZ-Häftlinge ermordet. Seit 2003 ist das Schloss Hartheim ein Lern- und Gedenkort, der über den Massenmord und seine Geschichte informiert. Zusätzlich widmet sich die Dauerausstellung Wert des Lebens dem Umgang der Gesellschaft mit Menschen, die den Erwartungen und Idealen der Mehrheitsgesellschaft nicht entsprechen. Der thematische Bogen spannt sich von der Sortierung der Menschen in ökonomisch brauchbare und unbrauchbare bis zu aktuellen Forderungen nach gesellschaftlicher Gleichstellung behinderter Menschen. Nicht zuletzt vor dem historischen Hintergrund ist die Idee von inklusiv gestaltetem Gedenken für den Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim von großer Relevanz. In Bezug auf die Menschenrechte bedeutet Inklusion, dass niemand wegen einer Beeinträchtigung schlechter behandelt werden darf und die Teilhabe an allen Lebensbereichen sichergestellt werden soll. Inklusives Gedenken versucht aber nicht nur vorhandenes Wissen barrierefrei weiterzugeben, sondern will die Menschen auch aktiv in den Prozess des Gedenkens einbinden. Der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim gab den Anstoß, ein Forschungsprojekt zu inklusivem Gedenken zu entwickeln. Ziel des Forschungsvorhabens war es, Informationen über die Wahrnehmung des Lern- und Gedenkorts Schloss Hartheim durch Menschen mit Beeinträchtigungen zu erheben. Es wurden Klientinnen aus dem Institut Hartheim interviewt. Das Institut Hartheim ist eine Behinderteneinrichtung und liegt ca. 200 Meter vom Schloss entfernt. Trotz dieser räumlichen Nähe gibt es kaum Berührungspunkte zwischen beiden Institutionen, was die Vermittlungsarbeit betrifft. Zusätzlich wurde eine Vergleichsgruppe gehörlose bzw. hörbeeinträchtigte Menschen aus Oberösterreich in einem ähnlichen Setting befragt. Durchgeführt wurde das Forschungsprojekt durch Studierende der JKU im Zuge des Kurses Projektmanagement. Den Studierenden zur Seite standen die erfahrenen Forscher Angela Wegscheider und Siegfried Bachmeier. Der Soziologe Bachmeier ist gehörlos. Die Unterstützung durch Gebärdensprachdolmetscherinnen machte Lehre und Forschung barrierefrei möglich. Der Forschungsprozess war durch die Einbeziehung von Menschen mit Beeinträchtigungen in allen Schritten partizipatorisch angelegt. Er hatte auch emanzipatorischen Charakter. Unsere Forschung sollte die befragten Menschen stärken, ihre Ansichten und Wünsche zu artikulieren und weiterzutragen. Inklusives Gedenken versucht aber, nicht nur vorhandenes Wissen barrierefrei weiterzugeben, sondern will die Menschen noch aktiv in den Prozess des Gedenkens einbinden. Wir befragten einerseits Klientinnen, die sich uns verbal mitteilen konnten, und andererseits Betreuer stellvertretend für jene Personen, mit denen wir nicht kommunizieren konnten. Die Klienten waren für uns Experten in eigener Sache. Die Betreuer interviewten wir in ihrer Rolle als professionelle Beobachter, Begleiter und Unterstützer ihrer Bezugspersonen. Klienten als auch Betreuer berichteten von einmaligen, eher kurzen Besuchen im Schloss. Interessant war, dass die Klienten wesentlich mehr über das Schloss wussten, als ihre Betreuer glaubten. Allerdings schien, dass sich dieses zufällig gesammelte Wissen vor allem auf das Wohnen in den Gemeindewohnungen, die im Schloss Hartheim eingerichtet waren, insbesondere in den 1990er Jahren, und die Tötungsanstalt in der NS-Zeit konzentriert. Bei der Frage nach ihrem Denken über das Schloss war zu erkennen, dass es sowohl positive als auch negative Gedanken zur Gedenkstätte und der Ausstellung gibt. Interessanterweise zeigte sich, dass die Klienten positiv über die Lage des Instituts nahe dem Tötungsort Schloss Hartheim denken. Die Betreuer vermuteten, dass das Institut in Hartheim als ein Ort wahrgenommen wird, der ein sicheres Leben für die Klienten gewährleisten kann. Wir konnten feststellen, dass ein möglicher Gedenkstätten- und Ausstellungsbesuch sowohl für die Klienten als auch für Betreuer als interessant beurteilt wurde.
Die Befragten dachten positiv über einen solchen Besuch, er sollte aber freiwillig und gut vorbereitet sein. Ein Vergleich der beiden befragten Gruppen, Klienten und Betreuer, zeigte, dass es Unterschiede zwischen den Wünschen nach mehr Information ihrer Klienten und der Fremdeinschätzung der Betreuer gab. Während die Betreuer der Meinung waren, dass der Lern- und Gedenkort eher auf wenig Interesse stoßen würde, gaben die Klienten an, mehr Aufklärung über die Vergangenheit des Schlosses zu wollen. Beide Gruppen wünschten sich, da waren sie sich einig, ein Angebot von regelmäßigen Veranstaltungen im Lern- und Gedenkort. Sie waren der Meinung, dies könnte eine positive Abwechslung im Alltag darstellen. Sie würden dabei auch gerne aktiv mitarbeiten. In der Vergleichsstudie wurden 10 hörbeeinträchtigte Menschen aus Oberösterreich zum Thema befragt. Das Interesse an dieser Studie teilzunehmen war bei dieser Gruppe sehr gering. Die Suche nach Interviewpartner und Partnerinnen stellte sich als schwierig heraus. Auch zeigten die Ergebnisse der empirischen Erhebung, dass das Interesse am Schloss aufgrund fehlender persönlicher Bindung oder Bezug zur eigenen Identität eher gering war. Bis auf 2 war allen Befragten die Tötungsanstalt Hartheim bereits vor dem Interview bekannt. Sie kannten den Lern- und Gedenkort aus der Schule, aus Medienberichten oder hatten ihn bereits besucht. Sie wiesen uns darauf hin, dass die Mehrheit der Gehörlosen wenig über die Geschichte von Hartheim und die Ausstellung dort wisse. Jene Befragten aber, die Schloss Hartheim schon besuchten, empfanden die Gedenkstätte und die Ausstellung als sehr informativ und lehrreich, aber auch sehr traurig und nachdenklich stimmend. Positiv fiel auf, dass Bildschirme mit Übersetzungen in Gebärdensprache vorhanden waren. Alle Befragten gaben an, den Lern- und Gedenkort auf jeden Fall besuchen bzw. nochmals besuchen zu wollen. Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass die interviewten Personen besser über die Geschehnisse in der Vergangenheit informiert waren, als darüber, was es heute im Schloss zu sehen gibt. Nur 4 der 10 Interviewpartner konnten Inhaltliches über die Ausstellung oder die Gedenkstätte berichten. Wir empfehlen, Menschen mit Beeinträchtigungen bei der Entwicklung inklusiver Angebote aktiv einzubinden. Der Besuch von Hartheim könnte dazu verwendet werden, sie zu stärken, selbstbewusst ihr Recht auf Teilhabe in allen Lebensbereichen einzufordern.